Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Nachdem wir uns in den letzten beiden Videos erst eine verlassene Brauerei anschauten und hinterher zu Gast waren auf einem ehemaligen Chemiekombinat, übrigens nicht die einzige Chemiebrache, die wir in letzter Zeit anschauen durften, hier oben rechts findet ihr noch eine weitere aus Leipzig, wollen wir uns in diesem Video mal mit einem Wohnhaus beschäftigen, aber natürlich nicht mit irgendeinem Wohnhaus, denn hierbei handelt es sich um eine doch ziemlich imposante Sommerresidenz. Aber um was es sich hier genau handelt, wer es gebaut hat und was daraus wurde, das erfahrt ihr von mir alles gleich. Und wenn ihr Bock habt auf verlassene Orte hier im Osten Deutschlands, dann bleibt hier eingeschaltet und abonniert auch gerne unseren Kanal. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem Video. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und in diesem Video zeigen wir euch eine ehemalige Sommerresidenz. Wenn wir das Wort Residenz hören, dann wissen wir immer gleich, es handelt sich vermutlich um eine sehr wohlhabende, eine reiche Person, die neben ihrem normalen Zuhause, abseits ihres Wohnorts, vermutlich sich noch ein Gebäude hat bauen lassen oder es einfach gekauft hat, um da vielleicht Urlaub zu machen, abzuschalten, weg zu sein oder auch in der Nähe der eigenen Fabrik zu sein. Letzteres war vermutlich hier der Fall, denn die Person, die hier die Sommerresidenz hat bauen lassen, und wir nennen sie mal Ernst Julius, den Nachnamen kann ich euch so leider nicht nennen, wurde am 24. August 1844 in Wurzen geboren und ist dort vermutlich auch den Lebtag wohnen geblieben. Die Firma, die Ernst Julius später 1877 gründete, war allerdings nördlich von Leipzig in einer Großstadt gelegen und sollte über die Jahre ein echtes Monopol erreichen. Bereits 5 Jahre nach Firmengründung war man die erste Firma in der Stadt mit elektrischem Licht, was damals eine absolute Errungenschaft war. Die Firma produzierte verschiedene Sachen aus Papier und setzte diese weltweit ab, vor allem aber in Italien, in Frankreich und auch in Amerika. Die Geschäfte liefen so gut, dass man von der Stadt den Kommerzienratstitel erhielt. Das ist eine Würdigung der Stadt, die man im Deutschen Reich bis 1919 verliehen hat. Die Geschäfte liefen übrigens nicht nur firmentechnisch gut, sondern auch so gut, dass man sich privat etwas leisten konnte. Und so baute Ernst Julius hier auch in der Nähe der Fabrik um 1900 eine Sommerresidenz oder einfach bloß eine Fabrikantenvilla. Diese umfasst umfangreiche 15 Zimmer auf üppigen 700 Quadratmetern Nutzfläche. Außerdem gibt es 2 Türme, diverse Treppenhäuser. Ob die beiden alten maroden Wohnhäuser abseits der Villa auch noch mit dazu zählen, ist uns allerdings nicht bekannt. Die werde ich allerdings mal später in einem anderen Video bringen. Sollte das Video dann online sein, werde ich das dann auch hier oben rechts verlinken.
Leider konnte Ernst Julius die Villa nicht lange nutzen, denn er starb bereits im Alter von nur 63 Jahren 1908, also 8 Jahre nachdem er die Villa gebaut hatte, am 13. August und wurde anschließend dann auch in Wurzen begraben. Sein Sohn Siegfried, der ganz nebenbei ein Segelflugpionier der ersten Stunde war, übernahm dann die Geschäfte des Vaters und führte diese dann bis Anfang der 20er Jahre weiterhin fort, allerdings nicht besonders erfolgreich, denn er versäumte es, seinen Lebensstil den geänderten wirtschaftlichen Situationen anzupassen und so ging die Firma leider dann bankrott. Ob die Villa danach immer noch in Familienbesitz blieb, ist nicht bekannt. Wir gehen aber mal davon aus. Es sah nicht so aus, als war dann VEB und so weiter dann hier drinnen vorhanden. Aber das, was wir hier drinnen gefunden haben, war sowieso alles Mögliche an privaten Überbleibseln, vor allem aus den 60er und 70er Jahren. Ganz nebenbei handelt es sich hierbei auch um eine ganz besondere Villa eines besonderen Architekten, den ich euch leider auch nicht nennen kann, aber wenn ich euch hier einen Namen nenne, dann weiß jeder sofort, wo er hier hinfahren muss. Natürlich steht es ebenfalls auch unter Denkmalschutz und ist heute in einem desaströsen Zustand mit diversen Deckendurchbrüchen und es ist einfach nur noch schlichtweg gefährlich, sich hier drin aufzuhalten. Deswegen raten wir euch und jedem dringend davon ab, überhaupt hier irgendwie sich in der Nähe dieses Gebäudes aufzuhalten. Man kann es übrigens kaufen und der Preis ist heiß, 145.000 bis 150.000 sind hier angegeben. Ich glaube aber, dass man mit den 150.000, da ist man also gut bedacht, das anderweitig auszugeben, denn durch den Denkmalschutz sind hier einige Auflagen mit drin, aber auf der anderen Seite hoffen wir natürlich, dass sich vielleicht doch jemand durchringt, dieses Gebäude zu kaufen, damit es dann schlussendlich auch erhalten bleibt. Das soll es dann jetzt an dieser Stelle von mir gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen und ich denke mal, nächste Woche werden wir wieder mal einen Reload bringen, wo es dann eine Sache gibt, die wir schon vor einiger Zeit gefilmt haben. Also verzeiht mir da die Qualität, wenn sie schlecht sein sollte. Aber so ist das halt. Ich habe ja gesagt, es gibt immer mal eine bunte Mische bei uns, ältere und neue Sachen gemischt. Jetzt hatten wir viele neue Sachen in den letzten Videos und deswegen gibt es jetzt zwischendurch auch mal wieder etwas Älteres. Aber sei es drum. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche Mittwoch wieder. Bleibt gesund, macht's gut, bis bald und ciao.